Ganga spürt es einfach, wenn Aarons Herz anfängt zu rasen, die Muskeln vibrieren und die Sauerstoffsättigung beim 7-Jährigen dramatisch abfällt. Lange bevor der Hightech-Kontrollmonitor Alarm schlägt, der in der Nacht die Sauerstoffsättigung misst. So war es auch im Januar 2021. Da war Ganga erst kurz da und die Eltern hatten sich gewundert, warum sie Alarm schlägt. Ja, es war 5 Uhr morgens und die Ganga ist oben rum ganz nervös und hat gebellt. Und tatsächlich bin ich dann doch ein bisschen unruhig geworden, warum die Ganga so ein Verhalten zeigt. Bin zum Aaron ins Zimmer rein und dann hat er tatsächlich einen Anfall gehabt, aber halt noch nicht in dem Stadion, wo die Sauerstoff oder wo der Monitor uns Alarm schlagen würde. Wir haben die Ganga dann, bevor wir überhaupt mit einem Medikament reagiert haben, haben wir die Ganga an den Aaron rangelassen und sie hat ihn ganz intensiv geschleckt und sich ganz intensiv um ihn gekümmert, sodass der Aaron tatsächlich ohne Medikament angefangen hat, wieder zu sich zu kommen. Das Zeug zum Epilepsiehund liegt Ganga in den Genen. Schon ihre Mutter und die Oma haben diese Fähigkeit gehabt, aber Talent reicht nicht. Es gehört viel Training dazu. In 2-3 Jahren erst wird der Collie ein voll ausgebildeter Epilepsiehund sein und Aaron überall hin begleiten. Egal wo, sie muss immer die Ruhe bewahren. Das zu trainieren ist in der Pandemie schwierig. Durch die ganzen Einschränkungen, also dass es keine Weihnachtsmärkte gibt, keine Faschingsumzüge, die Ganga muss im Prinzip darauf trainiert werden, dass sie, egal was drumherum passiert, wie viele Menschen dort rumlaufen, was für eine Lautstärke dort ist, muss die Ganga sich ruhig verhalten. Das können wir ja so mit ihr alles nicht ganz trainieren. Gut 20.000 Euro kostet ein Epilepsiehund, Kosten, die von den Krankenkassen nicht übernommen werden. Ohne die Hilfe des Vereins Kiwanis wäre Ganga unbezahlbar gewesen. Die Molly ist ein weißer Spitz, am besten macht sie Platz und Sitz. Molly. Lisa aus Mannheim hat es da viel schwerer. Die 28-Jährige leidet an Epilepsie und an einem posttraumatischen Stresssyndrom. Zusätzlich ist sie stark sehbehindert. Wie sehr wünscht sie sich einen Epilepsiehund? Sehr, sehr, sehr stark. Das würde mein Leben sehr verändern. Und wie? Ja, es würde mir gerade mit so einem Assistenzhund mehr Sicherheit geben und Unterstützung im Alltag. So ein Begleiter, Partner an der Seite. In der Praxis ihrer Ärztin hat Lisa die Möglichkeit, wenigstens mal auf Tuchfühlung mit Therapiehunden zu gehen. Für die 28-Jährige ist es viel schwieriger, Spenden zu sammeln. Sie ist eben kein süßes Kind mehr. Einerseits habe ich auf jeden Fall Verständnis dafür. Kinder stehen noch weiter am Anfang ihres Lebens. Die müssen gut gefördert und unterstützt werden, damit aus ihnen was werden kann. Aber natürlich denkt man sich manchmal, könnte nicht auch auf erwachsene Menschen eine solche Rücksicht genommen werden, wenn Beeinträchtigungen vorliegen. Es wäre so viel einfacher im Alltag. Eleonore Müller kann Lisa gut verstehen. Denn Aaron und Ganga sind auch nur ein Team auf Zeit. Wenn es gut läuft, wird Ganga 16 Jahre alt. Dann braucht Aaron als Erwachsener einen neuen Epilepsiehund. Es wird auf jeden Fall eine große Sache dann auch wieder. Wir hoffen ja, dass die Krankenkassen irgendwann mal einsehen, dass so ein Hund tatsächlich viel bringt und sie da zumindest ein bisschen unterstützen könnten. Ja. Denn eines ist klar, ein Leben ohne Ganga können sich die Müllers aus Osterburg nicht mehr vorstellen. Der Collie ist Familienmitglied und wirkt so beruhigend auf Aaron, dass er kaum noch epileptische Anfälle bekommt.